Gasdiffusionselektroden werden zur quantitativen Analyse von Gasen eingesetzt. Eine derartige Elektrode hat folgende Struktur. Wir haben hier links einen Analyten, in unserem Fall Wasserstoff. Der Wasserstoff muss sich durch eine Diffusionsschicht mit der Dicke Delta hindurch bewegen. Zusammen wird er an der Elektrode oxidiert. Der elektrochemische Aufbau dient dazu, den Wasserstoff von der Anode wegzupumpen. Wir erhöhen die Spannung von der Elektrolyse so lange, bis die Wasserstoffkonzentration direkt an der Anode gleich Null ist. Dann haben wir ein Konzentrationsprofil in der Art und Weise. Dann wird der Zustrom an Wasserstoff nur noch durch die Diffusion limitiert, durch das Fick'sche Gesetz. Wir haben einen Wasserstoffgradienten mit Diffusionsschicht dc nach dx, den wir zu 100 mol durch Meter hoch 4 berechnen können. Nach dem ersten Fick'schen Gesetz entspricht dies einem Stoffmengenfluss von a mal d mal dc nach dx, also von 3 mal 10 hoch minus 7 mol pro Sekunde. Nach dem Faradayschen Gesetz können wir diesen Stoffmengenfluss in einen Strom umrechnen. Da ergibt sich ein Strom von 0,059 Ampere. Der Strom ist proportional der Konzentration im Analyten. Dies entspricht einer Stromdichte von 118 mA pro Quadratzentimeter. Der Vorteil einer Gasdiffusionselektrode ist die Proportionalität von Analytkonzentration und elektrischem Strom.